Gerhard Matzig bei uns in der Messe-Lounge von Voll.at. Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung, heute Eröffnungsredner bei der Dornbirner Messe. Sie wurden unterbrochen während Ihrer Rede. Wie wollten Sie Ihren Vortrag eigentlich zu Schluss bringen? Ich wollte auf die positiven Utopien, die es auch gibt in der Welt, zu sprechen kommen. Denn der Wutbürger dominiert ja nicht die Gesellschaft. Es gibt sehr viel anspruchsvolle Überlegungen, wie wir gut in eine Zukunft kommen. Und da hätte ich noch ein paar davon gezeigt. Aber ich habe die Zeit auch ausgereizt heute und es war so vereinbart, dass ich dann einfach vom Podium getragen werde. Damit muss der Redner leben. Deshalb reden wir hier jetzt. Der Wutbürger, das stand im Zentrum nicht nur Ihres Vortrags, sondern auch Ihres Buches, einfach nur dagegen. Sind die Leute heute einfach nur dagegen oder anders gefragt, wie sieht der typische Wutbürger Ihren Recherchen nach aus? Der typische Wutbürger, das ist eine radikale Minderheit. Das sind 10, 15, 20% in der Gesellschaft, der, egal gegen was es geht, er ist dagegen und er lässt sich auch nicht von anderen Sichtweisen überzeugen. Tatsächlich verdrängt er ein bisschen die Stimme der Mehrheit, die sehr viel differenzierter ist und die, der Landeshauptmann hat es auch völlig zu Recht hier gesagt, die auch unsere Demokratie helfen weiterzuentwickeln. Das heißt, da ist ein sehr positives Potenzial in der Gesellschaft, das von dieser Trillerpfeifen-Stimmung des Wutbürgers, der natürlich extrem laut ist, einfach ein bisschen an den Rand geschoben wird. Aber ich glaube, die Zeit des Wutbürgers läuft auch schon wieder ab. Und dann werden wir erleben, dass wir tatsächlich einfach ein bisschen andere demokratische Verfahren brauchen, um mehr Partizipation und Teilhabe an den Projektentscheidungen zu gewährleisten. Aber das ist auch die nähere Zukunft. Das geschieht auch schon. In Vorarlberg wurde viel diskutiert über Bürgerbeteiligung und es stellt sich auch bei größeren Projekten für dieses kleine Land oft auch mal die Frage, sollen da mehr Geranienkisten oder Blumen irgendwo hin? Kommt bei sehr viel Bürgerbeteiligung auch immer was Gutes raus? Ist das eine Garantie? Das ist keine Garantie. Beispiel Schweiz, da hat die Bürgerbeteiligung und Bürgerabstimmung dazu geführt, dass Minarette verboten worden sind. Also manchmal kann sich das auch sehr nachteilig für eigentlich demokratisches Gemeinwesen auswirken. Es ist auch im Moment so, dass sehr viel über kleine Projekte gesprochen wird, manchmal zu viel. Also gerade die Geranientöpfe oder auch Bahnhöfe, das ist doch nichts, wo die Gesellschaft Jahrzehnte daran streiten kann. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass man alle immer ins Boot holt. Es wird niemals ein Projekt geben, das alle nur begeistert. Es wird immer Gegenstimmen geben und man kann nicht so lange diskutieren, bis man auch die überzeugt hat. Irgendwann ist auch eine Demokratie einfach eine Mehrheitsentscheidung. Nur muss man, glaube ich, schon die Projekte besser begründen. Man muss die Finanzen offenlegen, man braucht mehr Transparenz und man braucht eine längere Diskussion im Vorfeld, wo man das positive oder negative Projekt oder Aspekte davon eben abwägt. Und dann muss man eine Entscheidung treffen und an diese Entscheidung müssen aber auch alle gebunden sein. Herr Matzig, herzlichen Dank für den Besuch auf der Messe-Lounge und viel Spaß noch auf der Dornbirner Messe. Ich danke Ihnen. Danke.